Das ZDF zeigt am Montag erstmals Jalsenborn im Free TV. Die Erstausstrahlung in HDTV erfolgt im Rahmen der Montagskinoreihe am 28. Januar ab 22.10 Uhr. Unsere Filmkritik zu Jalsenborn. Die Ex-Agentin Nikki Barsens, Julia Stieles, hackt sich in die Datenbank der CIA und kommt dabei an Unterlagen, die auch neue Erkenntnisse über die frühere Rekrutierung von Jalsenborn, Madimen, ans Tageslicht bringen. CIA-Direktor Robert Dewey, Tommy Lee Jones, beauftragt die CIA-Cybercrime-Specialistin Heather Lee, Alicia Vikander, damit, Born und Barsens aufzuspüren und da die Aufdeckung der geheimen CIA-Operationen droht. Wird noch ein Killer angesetzt, Vincent Cassel, der Born zur Not ausschalten soll und auch noch eine persönliche Rechnung mit diesem offen hat? Jalsenborn verschwendet nur wenig Zeit für die Vorgeschichte und macht Jalsenborn ganz schnell wieder zum Verfolgten, nachdem dieser einige Jahre unter dem Radar gelebt und sich mit schäbigen Kämpfen über Wasser gehalten hat. Dank modernster Überwachungstechnik des 21. Jahrhunderts, und weil er sich auch gar keine Mühe macht, optisch unauffällig zu bleiben, wird Born natürlich sofort entdeckt, sobald er in den Straßen Athens, Berlins oder Londons auftaucht und hat in kürzester Zeit seine Jäger dicht auf den Fersen. An jedem der Handlungsorte wiederholt sich dann das gleiche Schema. Die CIA macht mit Hightech und klassischer Manpower Jagd auf Born und stellt sich dabei natürlich immer etwas zu blöd an, um wirklich erfolgreich zu sein. Lediglich der persönlich vom CIA-Chef instruierte Profikiller schafft es, Born wirklich ernsthaft zu gefährden. Die Action wirkt aufgrund wackeliger Kameras und schneller Schnitte auf Dauer ziemlich ermüdend und die Story ist auf ein Minimum reduziert. Selbst die neuen Geheimnisse aus der Vergangenheit von Born sorgen nur für mäßig Spannung. Dafür bemüht sich der Film umso mehr, die heutige Bedeutung moderner Technik für die Aktionen der Geheimdienste herauszustellen. Richtige Spannung und Dramatik kommt dabei kaum auf und selbst bei den sonst wunderbaren Filmschurken Tommy Lee Jones und Vincent Cassel vermisst man etwas mehr Temperament. Unbedingt sehenswert ist aber der visuell beeindruckend inszenierte Showdown mit einer durchgeknallten Verfolgungsjagd durch vollbefahrene Straßen und Tiefgaragen mit Blechschäden am laufenden Band, die wenigstens zum Schluss des Films noch einmal für etwas Abwechslung sorgt.